Hallo YouTube und willkommen zum Call of Duty Black Ops 2 auf Knockdown auf Zombie. Ich habe vorne Zombie gespielt auf Kinder der Toten. Wir sind bis auf Runde 25 gekommen. Und es ist über eine Stunde, ein paar Stunden, 2 Minuten ist es gegangen. Und dann am Schluss habe ich gemerkt, dass ich das Mikrofon verstummt habe. Aber es wäre glaube ich eh nicht so spannend gewesen, weil eine Stunde lang ein Thema kam und hätte es die ganze Stunde durchziehen müssen. Also von dem her war es eh nicht so schlau gewesen. Und auf jeden Fall ich habe heute jetzt 2 Themen. Und zwar Thema 1 wäre ist Thema Gamen. Und zwar, da habe ich schon mal geschaut vom anderen YouTuber geschaut, wenn er das gesagt, dazu sagt. Und der hat gesagt das Folgende, er hat gesagt, dass das Gamen ist in der Schweiz noch ein ziemlich grosses Tabuthema oder Vorfall, über das Gamen zu reden. Gamen selber nicht unbedingt, aber darüber zu reden. In der Schweiz haben wir da Toymesse oder wie das heisst, mit so Kinderspielzeugen und so. Und das wär's, was in Deutschland ins Gamescom und Video Day und alles so YouTube-Sachen, und in der Schweiz hast du nichts. Und da hat er gesagt, das ist ein Ding, wenn du zum Beispiel auch in der Weihnacht hast, Weihnachtsfeier mit der ganzen Familie, Verwandten, und dann willst du über Gamer reden, dann hast du gerade auch nicht über das Gamer reden und so, aber ich finde das überhaupt nicht schlimm, weil das Problem ist, es gibt Leute, die dann jeden Abend schauen, jetzt vom 8. bis um 10. am Abend Fernsehen. Und ich finde jetzt beim Gamen, da machst du wenigstens etwas, nicht? Dann, sonst hockst du auf dem Bank, auf dem Sofa, hast Beine oben, das Bier in der Hand und chillst. Und beim Gamen, da machst du etwas, und vor allem da im Black Ops oder auch mit Zombie, da läuft immer etwas, da kannst du jetzt nicht rumhocken und nichts machen. Ich finde, ja, schön, dein Name ist Martin. Ich finde, da läuft wenigstens etwas, weißt du? Von dem her, ja. Ich bin schon jetzt tot, das gibt's ja gar nicht. Und ja, ich finde einfach, es gibt, also was ich gehört habe bei dem, ja toll, was ich gehört habe ist, es gibt in England oder in den USA, genau in den USA, Gamen schon fast so einen Sport. Sportanlass Gamer selber, und da gibt es verschiedene Clans und so. Und dort ist Gamer schon richtig aufgemutzt, sozusagen. Was ich einfach finde, es gibt zum Beispiel, der bekannteste ist ja der Gronkh, aber es gibt ja so viele bekannte YouTuber oder Let's Player, die sich das Geld damit machen. Und ich glaube, da ganz viele Leute wissen das gar nicht, dass es so extrem schon ausgebreitet ist. Und ja.
Was ist eigentlich eure Lieblingsmap? Auf COD. Egal so, was für COD. Und egal ob jetzt vielleicht ob jetzt Zombie oder nicht, was ist eure Lieblingsmap? Ich muss auch sagen, meine Liebe, ich hab nicht nur eine. Also, am coolsten finde ich da Origins. Das ist das mit dem riesen Roboter, den man kaufen, den man normalerweise nicht. Die finde ich die geilste. Ash, die auf der ersten Boot. Ist auf eigentlich Platz 1. Dann Platz 2. Was ist Platz 2? Könnte das mit dem Leroy sein? Das 12. Was ist das für? Das mit dem Western-Style, wo alles unterirdisch ist. Mit dem Leroy, mit den Geister später und so das. Ich glaube Platz 2 könnte gut sein. Und dann Platz 3. Platz 3 habe ich schon gesagt. Platz 3, weiß gar nicht, entweder Alcatraz oder vielleicht irgendwie. Nuketown, ich weiß es nicht. Irgendwie, ja. Was auch nicht sagen, irgend so etwas. Das erste Thema wäre das gewesen. Mein zweites Thema ist Thema YouTube. Und zwar oder nein, Moment, ich muss noch beim Thema Gamer bleiben. Beim Thema Gamer ist es so, es gibt ja ziemlich viele Jugendliche oder vielleicht auch Erwachsene, die gamen. Und ich finde es einfach komisch, es redet wirklich niemand davon, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ganz viel gamen, aber über das Gamen selber redet nie jemand. Das ist genauso wie irgendwie. Nein, beim Fernsehen ist es ein bisschen anders. Ich würde ja sagen, wie viel vom Fernsehen schaue, redet auch niemand über das, was er schaut, aber das ist ein bisschen anders. Aber ich finde es so krass, ich bin bei ganz vielen Leuten sicher, dass sie gamen, aber die reden einfach nicht drüber. Naja, jetzt kommt ich zu Thema YouTube ganz wahr. Ich finde es echt verrückt. Es gibt sehr viele Leute, die so 200-300.000 Abonnenten haben, dann gibt es viele. Also nein, dann sollte ich nur mehr haben. Aber viele, die so um die 10, 20, 30.000 Abonnenten haben. Und ich denke so, vielmals habe ich gesehen mit 20.000 und dachte, das ist, das ist nicht so nicht so berühmt und vielleicht auch nicht so ein guter. Aber das krasse ist, das ist, weißt du, wie viel? 30.000, ich habe 26. Und logisch, umso mehr das man hat, umso mehr helfen die Abonnenten selber auch einem.
berühmt zu werden. Also weißt du, wenn die Schütz kann ich einfach gerade nicht reden. Moment. Na toll, jetzt bin ich gestorben.